zu begreifen, wozu wir geschaffen sind. Völlig losgelöst von Religion, von Ideologie oder Weltverständnis, was einfach ist, so wie er sagt, ich bin, der ich bin. Zu verstehen, wozu du bist, wozu ich bin, wozu wir sind, was das Programm ist, ist einfach, das macht es aus, macht den Unterschied. Aber man kann an all dem vorbeigleiten, indem man es ignoriert, einfach nicht zur Kenntnis nimmt und seine eigene Nummer hier durchgibt. Man kann, wenn man will. Aber jetzt ist die Zeit da, wo Gott das zu sammeln beginnt, wo er Emotion zeigt, ich möchte es mal so sagen, und in einem Bild ausgedrückt sagt er, es wird zuletzt wie eine Hochzeit sein, da gerät Gott in Rage. Er hat genug lang gewartet, zuerst auf die Juden, sind ihm ständig aus dem Ruder gelaufen, dann die Christen sind ihm aus dem Ruder gelaufen. Und Jesus hat das so prophezeit, am Schluss wird es sein wie ein großes Fest, wo der König ein Fest gibt für seinen Sohn, für die Hochzeit, und alle geladenen Gäste kommen nicht. In Zorn sagt er, gut, die lassen es bleiben, für die habe ich eine andere Nummer. Jetzt ruft alle aus allen Lagern, geht auf die Landstraßen, an die Hecken und Zäune, ans Ende der Welt, holt alles rein, gerecht und ungerecht, alles, was irgendwo da draußen ist, alles, was fähig ist, an diesem Fest teilzunehmen. In dieser Stunde sind wir angelangt, ihr Lieben. Das ist die Heilsperiode, in der wir leben, wo Gott mit allen geht. Und so, wie wir erwartet haben, 2000 Jahre lang, dass die Menschen verstehen, dass unser Gott der Richtige ist, erwartet Gott, dass wir jetzt verstehen, wo er überall der Richtige ist, in wem. Und da schauen wir mal einfach prinzipiell auf die Taten, nicht auf die Theologien. Wir schneiden alles ab, was war. Menschen können nichts dafür, wenn sie irregeleitet werden von falschen Propheten und so weiter. Aber Gott mutet uns das jetzt zu, was wir den Menschen immer zugemutet haben, dass wir ihn erkennen in jedem Buddhisten, in jedem Hindu, überall, wo er herangereift ist. Und ich sage es wieder, es wird nicht gesamtheitlich sein, dass plötzlich die Moslems sich so dort reinfinden. Es wird Verfolgungen geben, auch in dieser Phase wieder, aber viele aus ihnen, viele aus allen Religionen schwingen hier mit und erkennen sich gegenseitig, und darum hat er sich nicht geschämt, sie Brüder zu nennen. Hat er nicht vergeblich gesagt, ich will alles in allen werden. Das ist das Endprogramm Gottes. Und das zu wissen, dass er uns da hineinbringt, das hat solch eine Tiefe, es hat so viel zu tun mit all dem, woran wir leiden. Ja. Und es ist wichtig, dass ihr versteht, dass Jesus gekommen ist, um den Tod zu überwinden in uns. Ja. Dass wir buchstäblich die Sterblichkeit ablegen. Aber hier müssen wir jetzt ranarbeiten. Ja. Jesus sagte, Logia 50, wie der Thomas-Evangelium gefunden wurde, wenn man euch fragt, woher seid ihr gekommen, sagt zu ihnen, wir sind aus dem Licht gekommen, wo das Licht durch sich selbst entstanden ist. Es stand und es erschien in ihrem Bilde. Damit offenbart er uns eben, dass die Quelle in uns selber liegt. In dir, ganz gleich, woher du kommst. Die Menschen, überall gleich, woher sie kommen. Potenziell ist jeder zu dem angelegt. Die Frage ist einfach, kann er es annehmen, kann er es glauben oder nicht? Es gibt diese Religionsschranke nicht. Es gibt nur die Erkenntnisschranke, wo du dich dafür hältst oder nicht. Er hat das für alle Menschen getan. Jeder Mensch kommt aus dem Licht, aus jenem Licht, das durch sich selbst entstanden ist, so wie ein himmlischer Torus, ja, wo das aus sich selbst, du hast die Quelle in dir, du kannst aus dem Nichts schöpfen, heißt das. Dazu kommen wir später noch. Ja. Und sagst du, ja, da spüre ich wenig davon, bei mir herrscht der Winter, das ist alles eisiger Frost bei mir zu Hause, klägliches Menschengetue hier, Menschensöhne sind wir alle. Oder? Aber ich möchte dir einfach Mut machen, schau einfach in die Natur. Der Winter könnte jetzt auch klagen, nicht? Du fühlst dich wie der Winter. Bei mir ist Winter zu Hause. Aber geh mal im Winter und du wirst finden, jeder Baum hat jetzt schon die Knospen. Hast du schon gemerkt? Geh mal, wenn du durch den Wald gehst, du wirst zwar keine Blätter sehen, aber Knospen. Jeder Winter, in jedem Winter siehst du bereits die Knospen. Und wenn du sagst, ja, wie kann das sein? Ich fühle mich so im Winter, alles ist kahl bei uns. Dann sage ich dir, schau doch mal die Leute hier. Woher kommen die alle? Was geschieht denn hier draußen in der Welt? Wir können so viele Dinge erzählen. Überall siehst du die Knospen. Und die sind dazu gesetzt, um aufzugehen und zu reifen. Also,
Und Jesus ist dazu gekommen, uns da hinein zu coachen. Wir kommen zu euch, sagt er in Johannes 14, Vers 23. Der Vater und ich eben. Wir kommen zu euch, das heißt, die ganze Fülle Gottes kommt in uns rein. Wir werden Wohnung in euch machen. Und natürlich sitzt er nicht da mit dem Cocktail in der Hand und schaut fern, oder? Weißt du, wenn er sagt, ich komme, wir machen Wohnung in dir, das ist natürlich ein Synonym dafür, dass er uns wieder lebt, dass wir wieder all die Befähigungen zurückbekommen, die wir verloren haben. Oder sagen wir, zur Urbestimmung, dass wir in den Fähigkeiten und Tugenden Gottes, in all seinen Möglichkeiten wieder zu leben beginnen. Ja? Darum sagt er, ich komme zu euch, Matthäus 28, 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Aber eben nicht, indem er neben uns her spaziert und uns coacht so von Kollege zu Kollege, sondern indem er in uns drin lebt. Ja. Gut, jetzt muss ich aber auf Themen auch zu sprechen kommen. Jetzt diese Botschaft, jetzt wird sie immer tiefer, jetzt wird sie immer konkreter, jetzt wird sie immer praktischer. Seid ihr bereit dazu? Ja. Dass Jesus als Sohn Gottes so am Kreuz verblutet ist, das hat noch nicht diese tiefe Erlösungswirkung nach sich gezogen, wie wir es zum einen in der Schrift lesen oder wie wir es jahrhundertelang verkündigt haben. Wir noch, als wir auf der Straße standen 1978, haben wir gesagt, bekehre dich zu Jesus, wird alles gut. Ist aber meistens schlecht gekommen. Kaum haben sich die Leute bekehrt, ging die Katastrophe los. Dann haben sie alles Schlechte erlebt, kam der Teufel und hat das angefochten und dann ging die Hölle los in vielen Fällen. Und wenn man zurückschaut auf die Kirchengeschichte, muss man sagen, mit dem Kreuzestod von Jesus, den wir jetzt 2000 Jahre als die Lösung, als das Ereignis, das für, er ist für uns gestorben, damit wir in den Himmel kommen und so, die Welt ist immer schlechter geworden, seid ihr einig? Es hat nicht diese Wirkung gezeigt, die wir gepredigt haben. Und woher haben wir gepredigt? Wir haben sie aus der Bibel. Die Bibel sagt, das Evangelium vom Kreuz ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die verändernde, erlösende Kraft Gottes, die welterneuernde Kraft Gottes. Und jetzt sagen wir, wo ist sie geblieben? Seht ihr, und da müssen wir jetzt rein. Wenn wir die gleiche Bestimmung haben wie er, hat er uns Prinzipien vorgelebt, hat er uns Wege vorgelebt, indem er selber gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, die Wirklichkeit, ich bin das Leben. Aber damit wollte er nicht sagen, dass er anstelle von dir den Weg geht, oder? Dass er den Weg geht und du kannst dann direkt in den Himmel zappen. Das hat er nicht gesagt. Er sagt, das, was ich lebe, ist der Weg, den du gehst. Die Prinzipien, die ich lebe, ich habe einen Weg, einen Grund, wie ich als Menschensohn zu Gottes Kräften, zu Gottes Möglichkeiten, Gottes Fähigkeiten und Tugenden komme, zu Gottes Wesenheit komme. Als Mensch, er ist ja in der Krippe geboren, versteht ihr? Er hat genau das durchlebt, was uns obliegt, für uns, um das zu demonstrieren. Ja? Und das Problem, das wir begreifen müssen in unseren Tagen, ist, dass das Kreuz in erster Linie mal ein Symbol ist. Wir haben aus dem Kreuz eine Mythologie gemacht, wir haben aus dem Kreuz einen Kult gemacht, wieder einmal, einen Gott, einen Götzen, im falschen Sinne. Wir haben Jesus am Kreuz angebetet, dass er stellvertretend für uns den Weg gegangen ist. Dabei wollte das Kreuz sagen, so geht es in die Gottesherrschaft. In diese Tiefe müssen wir heute miteinander finden. Das ist die wichtigste Tiefe, die mir heute auf dem Herzen liegt, die diese Botschaft avisiert. Da müssen wir hingelangen. Wie soll ich sagen, wenn es alles kostet, da müssen wir rein, das müssen wir begreifen. Kämpft mit, dass ihr das versteht. Ja? Also, mit dem Kreuz allein ist nicht alles fertig, das ist der Punkt. Wir haben so geredet und gelehrt, als würde das Kreuz alles für uns erledigen, als wäre das Opfer am Kreuz, wenn er sagt, es ist vollbracht, als würde für uns nichts mehr anfallen. Aber schon im nächsten Vers, und darüber habe ich meine ganze christliche Zeit, als ich noch in der Kirche oder freien Gemeinden war, habe ich nie eine einzige Predigt vernommen, weil das gar nicht relevant war. Man hat immer nur Johannes 3,16 und so weiter gepredigt, dass Jesus für uns verblutet ist und versöhnt hat mit Gott. Aber diese Stelle habe ich nie gehört, Kolosser 1,24. Aber darauf hat das Kreuz gezielt. Paulus sagt, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Wie kann man sich im Leiden freuen? Ne? Und ich ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ja.
Das ist eine Tiefe, das ist eine Vision, das ist ein Wort, das so dringend ist, das markiert die ganze Wirklichkeit, wie du zu Gottes Gewalt kommst, wie du zu Gottes Kräften kommst. Die Veränderung der Welt, mit anderen Worten, kommt nicht durch Jesu Kreuz allein. Das war der Quantensprung, wenn du so willst. Das war die Pflanzung, das war die Öffnung der Tür, das war das Offenlegen des Geheimnisses, wie das geht. Und er sagt, wenn du zu Gottes Kräften, zu Gottes Tugenden und Vollkommenheiten kommen willst, wir reden gerade von der Vollkommenheit, dann geht es so. 1. Korinther 15, 31 sagt es Paulus mit diesen Worten. Er sagt, täglich sterbe ich. Können wir fast neidisch werden, oder? Jesus einmal am Kreuz, ich täglich. Muss das gut hören, was ich jetzt sage. Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder. Oder 2. Korinther 4, Vers 12 fasst es so zusammen. Folglich wirkt der Tod in uns, also den Aposteln, Propheten, den Diensten, aber das Leben wirkt in euch. Also genau wie bei Jesus, er stirbt, wir bekommen dafür Leben. Jetzt überträgt er das auf sich und sagt, damit die Gemeinde fit wird, damit Gott zum Ziel kommt, damit wir zum Organismus werden, damit wir diese Einleibwirklichkeit erleben, gilt es, in dieses Prinzip einzugehen. Das Kreuz war das Symbol. Es hieß, ins Nichts steigen, in die menschliche totale Verlassenheit steigen, in die Wehrlosigkeit, in die Hilflosigkeit, in den absoluten Nullpunkt alles eigenen Könnens steigen. Versteht ihr, das steckt dahinter. In den Nullpunkt aller eigenen Kräfte, in den Nullpunkt aller eigenen Möglichkeiten, in den Nullpunkt aller eigenen Weisheiten steigen. Ja? Und dann, wenn du das tust, weil der Geist dich darunter führt, wenn er dich dahin führen kann, dass du auf den Nullpunkt kommst, beginnt Gott etwas zu wirken, etwas Neues zu wirken. Dann kommen Auferstehungskräfte ins Spiel. Und dann beginnt das Leben in deinen Mitmenschen zu fließen. Aber eben nicht so, dass sie sagen, hey, stirb mal schön weiter und bring mir Leben, du ewiger Brunnen, oder? Nein, wenn du spürst, dass irgendwo Geist fließt, ist es dazu da, dass du sagst, wie komme ich auch dazu? Und das ist die Antwort, die schlichte Antwort, die möchte ich heute mehr betonen als alles andere. Die schlichte Antwort, wenn du zu Gottes Kräften kommen willst, musst du die Möglichkeiten des Menschlichen verlassen. Du musst als Mensch ans Ende kommen, heißt das. 1. Korinther 2, 2. Darum war die ursprüngliche Predigt, denn ich nahm mir nichts vor, sagt Paulus, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus und ihn als gekreuzigt. Warum ihn als gekreuzigt? Weil dort als Gekreuzigter ist die Gottheit in ihm auferstanden. Ja. Warum hat er ihn nicht als Auferstandenen gepriesen? Warum wollte er nichts anderes wissen als Jesus den Auferstandenen? Das habe ich mir als junger Christ immer wieder gefragt. Ich würde lieber nichts anderes wissen als Jesus den Auferstandenen. Weißt du, warum nicht? Weil den würden wir nur feiern. Ja. Und wir würden das Prinzip umgehen. Das Kreuz ist ein Symbol, ist ein Prinzip. Das Kreuz ist der Weg, das ist das Prinzip, wie du selber in die Auferstehung kommst. Du kannst nicht seine Auferstehung kostenfrei übernehmen und das war's. Du musst die Todeserfahrung machen. Jetzt schlotterst du natürlich und denkst, du liebe Zeit, wo bin ich jetzt da reingeraten? Vor dem fürchte ich mich am allermeisten. Aber du musst verstehen, dass das Sterben am Kreuz, dass das Kreuz ein tägliches Prinzip ist, wie er hier sagt, ich sterbe täglich, so wahr ihr mein Ruhm seid. Wie kommt er auf diesen Zusammenhang? Ja? Also wenn dein Leben sich hier drin entwickelt, ist es meistens, weil du irgendein Wort gehört hast. Und dieses Wort hat mich den Tod gekostet. Hast du es gewusst? Jedes einzelne Wort, wenn du jene Predigt gehört hast, wenn du je was gehört hast aus meinem Mund, aus einem anderen Mund, das dir Leben gegeben hat, das dich in eine neue Dimension katapultiert hat, das dir irgendwie die Augen geöffnet hat, dann sei gewiss, ich bin dafür gestorben. Derjenige ist dafür gestorben. Das heißt, du gehst eine Krise durch, du wirst an Nullpunkt geführt, du wirst in eine Situation gebracht, die dir bei allem nicht lieb ist in der Welt, aber du willst das, du willst es. Es geht nicht so, dass ich sage, oh, ich will sterben. Es geht nicht so. Nein, ich sage, ich lese hier in der Schrift, du willst alles in allen werden. Und ich spüre dich da und dort, überall spüre ich dich, in allen Regionen der Menschen. Wie kommen wir da rein, dass wir das leben? So geht das, verstehst du? Zuerst kommt die Vision, die Gottesherrlichkeit in dir, die Auferstehungskräfte, all das, was hier ist. Und dann frage ich mich, wie kommen wir da hin?
Und in dieser Frage beginnt der Geist zu wehen, beginnt der Geist zu wirken, beginnt er mich neu zu zeugen, er zieht mich in seinen Tod hinein. Er bringt mich so weit runter, dass mein Verstand und alles nicht mehr mitkommt. Meine Kräfte kommen nicht mehr mit, meine Seele, alles kommt nicht mehr mit, ja, mein Herz kommt nicht mehr mit. Und dort, wo ich denke, jetzt das war's, plötzlich sehe ich es. Plötzlich kann ich etwas sehen, was ich vorher nicht gesehen habe. Plötzlich kann ich über etwas sprechen, was ich vorher niemals gesprochen habe. Warum? Weil er gesagt hat, ich werde kommen und ich werde euch Mund und Weisheit geben. Ich werde kommen und euch Dinge geben, die in keines Menschen Herz gekommen sind, keinen Kopf, in keinen Gedanken, in keinen Sinn der Menschen, sondern was Gott denen offenbart, sie ihn lieben. Wann bekommen sie das? Sie bekommen es genau dort, wo die eigene Fahnenstange am Ende ist. Das ist der Punkt. Das hat uns Jesus damit gebracht, ja. Und das führt dahin, dass jetzt, weil das so ist, weil er uns in diese Auferstehungsherrlichkeit hineinführen will, bringt er jetzt gerade die ganze Welt in eine Lage, wo die ganze Welt die Erfahrung macht, dass es immer schwieriger und schwieriger wird. Merkt ihr das? Weißt du, das ist die Bekehrung der Welt. Ja? Nicht zu Jesus, das hätten wir gern, das wäre jetzt schön, oder? Wenn du sagen könntest, oh Herr Jesus, vergib mir und das war's. Nein, nein, jetzt erzieht er die Welt als Seiender. Jetzt beginnen die Dinge zu wanken, jetzt beginnen die Grundfesten erschüttert zu werden, jetzt bricht das ganze ABC der Wissenschaft zusammen. Jetzt kommen all die Lügen ans Licht, all die Verbrechen, sie werden immer schlimmer. Kriege und alles Mögliche, die Völkerverschiebungen, die Probleme wachsen uns buchstäblich von Tag zu Tag über den Kopf. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Sterbenserfahrung. So geht's, wenn man dahin kommen muss, wozu man bestimmt ist. Jetzt fragt keiner mehr, willst du dich bekehren? Jetzt wirst du bekehrt. Und zwar einfach durch die Wirklichkeit, oder? Der Sinn der Bekehrung war, dass wir selber freiwillig ein Ziel bekommen von Gott, für das, wie ich beschrieben habe, für das wir eifern, dem wir nachgehen, in die Talsohle reinsteigen, um es zu empfangen, um hochzukommen und das umzusetzen. Aber die Welt will nicht hören, sie will feiern, sie will tanzen, sie will all diese Lüste des Fleisches, all diese Annehmlichkeiten, die man so hat, oder? Sie hört nicht darauf. Jetzt geht alles aus den Fugen. Warum? Ist der Gott nicht drin? Ist ja die Herrschaft Gottes verloren gegangen? Jetzt hat er uns unser Haus selber überlassen. Aber das Ganze insgesamt ist eine große Kreuzeserfahrung. Die Menschheit wird ins Kreuz reingenommen, in die Kreuzeserfahrung, nach dem Prinzip des Kreuzes. Und das ist der Grund, warum jetzt die größten Erweckungen ausstehen, die die Welt je gesehen hat. Wisst ihr das? Das ist ein ganz logischer Grund. Weil jetzt werden wir mit in den Tod reingenommen, an das Ende aller Möglichkeiten, wo deine Finanzen crashen, wo deine Gesundheit immer mehr platt wird, wo du niedergegart wirst auf alle Weise, du kommst in eine Ausweglosigkeit, jeder von uns kommt in eine Ausweglosigkeit und das ist der Weg des Kreuzes. Und da unten, wenn alles aufklatscht, wenn du keinen Sinn mehr in deinem Leben siehst, wenn alles nicht mehr aufgeht, wenn alles, was du für hast, du je geeifert hast, deine Moral und alles aufgerüstet hast, wenn das alles in die Brüche geht, dann steht irgendwann der Tod im Sinne eben dieses Durchbruches an. Plötzlich bist du offen, plötzlich kommst du in diese Sphäre, ich nenne es mal so, kommst in diese Sphäre rein, wo du plötzlich sehen kannst. Plötzlich macht alles keinen Sinn mehr und plötzlich siehst du, was der andere hat. Plötzlich siehst du geistliche Werte, plötzlich siehst du göttliche Möglichkeiten, göttliche Kräfte. Oder ich sage es mal so, plötzlich siehst du die OCG. Das wird Wahrheit sein, ja. Irgendwann siehst du, wie Gott am Wirken ist. Irgendwann verstehst du das und darum kommen aus allen Hintergründen, aus allen Sparten die Leute plötzlich, ich sag mal, zum Glauben. Aber nicht im klassisch-christlichen Sinn, sondern im praktischen, göttlichen Sinn. Sie beginnen mit dem Wehen des Geistes plötzlich mitzugehen. Plötzlich werden sie erfasst von der Auferstehungskraft Gottes, der in allen Menschen unterschiedslos eben dieses Fest, dieses Hochzeitsfest feiert, weil das ist der Inbegriff des Hochzeitsfestes, dass wir mit dem Geist Gottes wieder verbunden werden, dass wir wieder angetan werden mit seiner Gegenwart, mit seiner Hoffnung, mit seiner Kraft, mit seinen Möglichkeiten. Plötzlich brechen Wissenschaftler durch, beginnen ihre Mission und Bildungswesen brechen sie durch, im Bankwesen brechen sie durch, auf allen Ebenen, in der Kunst, überall brechen sie durch.
und beginnen Wahrheit ans Licht zu bringen, weil Gott in ihnen greift, weil sie plötzlich offene Augen haben für die Welt, wie sie wirklich ist oder wie sie wirklich sein sollte. Ja? Plötzlich beginnen Sehnsüchte wach zu werden, Auferstehungsleben nennt man das. Seht ihr? Und diese Erfahrung des Todes, da runtergeholt zu werden, ist im Moment die größte Chance, die die Welt hatte in den letzten Jahrhunderten, möchte ich es mal nennen. Eine ganz gewaltige, gewaltige Nummer, die er hier durchgibt. Ja. Machen wir eine Pause, eine letzte. Geht es euch gut? Gut, macht weiter.